Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Interpretation des Legend of the Five Rings Regelwerk Emerald Empire, das Smaragdkönigreich, heute mit den Ebenen. Zwischen seinen vielen hohen Bergen, sanften Hügeln und dichten geheimnisvollen Wäldern rühmt sich Rokugan mit einigen großen Ebenen, fruchtbaren Ländern, die von den Bauern bewirtschaftet werden, die dir reichhaltige Ernte einbringen. Die drei wichtigsten Gebiete finden sich in den Gebieten des Kranichs, Löwen und Einhornclans. Fruchtbaren Ebenen des Kranichs. Im Gegensatz zu den offenen Flächen des Löwen und des Einhorns besteht die kleine Ebene in der Mitte der Kranich-Provinzen tatsächlich aus saftigen Hügeln und Tälern. Beginnend im Norden und östlich des hoch aufragenden Rückgrats der Weltgebirges erstrecken sich die Doji-Ebenen über das Herz ihrer nördlichen Gebiete und bilden den Grundstein des landwirtschaftlichen Reichtums der Kraniche. Sie sind durchzogen mit Bächen, kleinen Flüssen und Seen, welche reich an Fisch, Garnelen, Wasserkastanien, Lotussamen, Schilf und anderen Ressourcen sind. Die vielen Bäche kombiniert mit einem milden Sommerklima und häufigen Niederschlägen sorgen dafür, dass die Kranichlande fast das ganze Jahr über grün sind. Während des Frühlings blühen unzählige Arten von Blumen auf den Feldern, die das ansonsten ganz ungewöhnliche Ackerland hell und farbenfroh machen. Der Kranich-Clan hält diese fruchtbaren Ebenen für äußerst wichtig, denn sie versorgen den Clan mit dem größten Teil seines Essens. Obwohl relativ klein im Vergleich zu den riesigen Ackerflächen des Löwen oder den offenen Prärien des Einhorns, produzieren die Farmen der Kraniche trotzdem genügend Reis, Weizen und Baumwolle. Sie erfüllen nicht nur den eigenen Bedürfnisse des Clans, sondern exportieren auch sehr vieles. Über 9/10 der Doji-Ebenen wären intensiv landwirtschaftlich genutzt. Reis, Baumwolle und Weizen sind die dominanten Kulturen, ergänzt mit verschiedenen Hirsearten, Raps, Seide und Mais. Interessanterweise ist die Produktivität der Kraniche so groß, dass sie nicht wirklich alle ihre Länder für Nutzpflanzen benutzen müssen. Und so gibt es einige offene Weiden und ungenutzte Felder in ihrem Gebiet. Diese offenen Gebiete ziehen Nagetiere, Füchse und Hirsche an. Manchmal durchstreifen auch wilde Pferde ihre Ebenen und Pumas, Luchse und Wölfe besuchen häufig die Region zum Jagen. Weit entfernt von den fruchtbaren zentralen Ebenen des Kranichs liegt eine Stadt, die auch ein reiches landwirtschaftliches Umfeld besitzt, Mura Sashibi Toshi, die große Stadt an der einsamen Küste. Liegt an der Küste des südlichsten Ausläufers des Rückgrats der Welt. Die blühenden Häfen öffnen sich einem ausgedehnten Flachland, das auch zum Kranich-Clan gehört. Diese Region produziert eine beträchtliche Menge an Hirse, Reis und Raps für den Clan. Die ununterbrochenen Felder des Löwen. Die größte von Rokugans offenen Ebenen wird vom Löwenclan gehalten. Obwohl der Boden der Löwenebenen sehr fruchtbar ist, ist das Wetter dort sehr unberechenbar. Aufgrund der Überlagerung feuchter Winde von der Ostküste und den trockenen Winden, die aus dem Inneren kommen. Deshalb neigen die Ebenen der Löwenländer sowohl zur Trockenheit als auch zu Überschwemmungen, manchmal mit Regen, der tagelang fällt. Zu anderen Zeiten dagegen regnet es mehrere Wochen gar nicht. Im Winter sind die Temperaturen gering und der Frost dauert ziemlich lange an. Besonders im Norden und Nordwesten, an den Grenzen zu Drachen- und Einhornlanden. Trotz dieser Schwierigkeiten besitzen die Löwenländer ausgezeichnete landwirtschaftliche Flächen, die aufgrund der Kombination von warmen Sommertemperaturen und extrem fruchtbaren schwarzen Böden sehr gut tragen. Sojabohnen, Sorghum, Weizen, Zuckerrüben, Flachs, Baumwolle,
Sesamsamen und Hirse wachsen in dieser Region. Aber die wichtigste Ernte für die Löwen ist natürlich Reis. Tatsächlich sind die meisten Flächen in den Löwenlanden mit Reisfeldern befüllt. Abgesehen von ein paar kleinen freien Gebieten, die als Trainingsgelände für ihre Armeen dienen. Die Löwen haben auch einige bescheidene Pferdeherden und pflegen Weideflächen für sie in der Nähe von Guden Ikoma. Die Löwen nutzen jedes bisschen Land, das sie können, um Pferde zu züchten und Essen und Vorräte zu produzieren. Diese benötigen sie auch, um ihre riesigen militärischen Kräfte zu versorgen. In der Tat sind sie berühmt dafür, die Nutzung ihrer Länder genauso sorgfältig zu planen wie ihre Kriege. Im Gegensatz zu den Einhornländern im Nordwesten sind die Löwenebenen nicht durch eine große Anzahl von Flüssen geteilt. Doch haben sie so zahlreiche kleine Ströme wie die Kraniche im Süden. Infolgedessen ist die Reise hier einfach und schnell. Die Krieger des Löwenclans können von einer Region ihres Reiches ganz leicht in die nächste reisen, frei von irgendwelchen natürlichen Hindernissen. Abgesehen von ein paar kleinen Flecken Wald ist die einzige große Unterbrechung der Löwenebene ein einziger Berg, der sich nahe ihrer Mitte erhebt. Diese einzigartige Formation ist den Kriegern des Löwenclans als Aussichtsberg bekannt, den sie benutzen, um die umliegenden Länder zu überwachen. Die Siedlungen von Shiranaitoshi oder die Stadt der Dunkelheit liegen in seinem Windschatten. Vielleicht die wichtigste Stadt in den Löwenebenen, jedoch auch eine seiner trüberen und unansehnlicheren. Die Stadt, welche einfach Foshi genannt wird, ist dafür bekannt, die ertragreichste Ernte zu haben und genug Nahrung im Jahr zu produzieren, um eine ganze Armee zu ernähren. Die großen goldenen Ebenen des Einhorns. Die Einhornebenen beginnen am nördlichen und westlichen Rand von Rokugan, an den Ausläufern der großen Mauer des Nordens und den kleinen Hügeln am Rand der brennenden Sande. Diese ausgedehnten Grasflächen erstrecken sich nach Süden, bis sie das Rückgrat der Welt erreichen, und nach Osten, bis sie den Fluss Kawa Mitsukushi, den wichtigsten Kanal für den Einhornhandel, passieren. Im Südosten trennt der Fluss die goldenen Ebenen des Einhorns von den Feldern des Löwen, während die Ebenen im Nordosten abrupt durch den Fluss des Drachengebirges enden. Die Einhornebenen sind größtenteils ziemlich flach. Eine Vielzahl von verschiedenen Flüssen durchschneidet das Einhornland und teilt die Ebenen in mehreren getrennte Regionen. Diese Gebiete sind gut bewässert und die Felder ziemlich fruchtbar. Tausende von Bauern arbeiten auf den Farmen in diesem Gebiet, bauen Weizen, Hafer, Reis, Hirse und Gerste an, zusammen mit einer großen Vielfalt von Gemüse, wie Kartoffeln, Karotten und Gurken. Gelegentlich gibt es auch Apfelplantagen, stämmige Bäume, die im Frühling mit weißer Blüte blühen. Trotz des landwirtschaftlichen Potenzials der Einhornebenen bleibt ein großer Teil des Landes unkultiviert und wird stattdessen als Weideland für die berühmten Pferde des Clans verwendet. Die Einhornebenen liegen im nördlichsten Teil des Reiches und die langen, kalten Winter bringen eine dicke Schneedecke. In den kalten Monaten wehen eisige Winde aus den nördlichen und westlichen Bergen über die Ebenen und machen sie zu einer tristen und gefährlichen Region für Reisende. Im Frühling jedoch wimmelt es in den Einhornebenen von Leben, Hasen, Füchse, Ziesel und eine Vielzahl anderer kleiner Tiere fallen in die Region ein, darunter auch Rotwild und Wildpferde. Einhorndörfer sind über die Ebenen verstreut, oft viel weiter als in besiedelten Ländern anderer Clans. Die meisten von ihnen sind nicht groß oder einprägsam, aber ein paar haben eine gewisse Berühmtheit erreicht, vor allem Kurayama Ha Mura, das Dorf am dunklen Rand.
Dieses Dorf war während der frühen Jahre des Kaiserreiches der Austragungsort des Smaragdturniers. Während dieser Zeit schon lange vorbei ist, hat sich das Dorf einen gewissen Ruhm für seine Duellfelder und sein Dojo erhalten. Ebenen der goldenen Sonne. Ebenen der goldenen Sonne liegen unberührt und perfekt inmitten des fruchtbaren Südens des Kaiserreiches. Zwischen den Ländern des Kranichs und denen einiger anderer Clans, insbesondere des Sperlings. Reisende dürfen die Ebenen der goldenen Sonne nur zum Zweck der Betrachtung ihrer natürlichen Schönheit durchqueren. Die Besucher dürfen nicht verweilen und es ist ihnen durch kaiserliches Dekret verboten, sich dort niederzulassen oder gar etwas Größeres als ein Lagerfeuer zu bauen. Vor langer Zeit verkündeten die Hantai-Kaiser, die Ebene der goldenen Sonne sei eine ewige Opfergabe an Lady Amaterasu, als Dank für die vielen Segnungen, die sie Rokugan schenkte. Die Ländereien gehören zu den besten im ganzen Reich. Grüne Wiesen und wogende Felder scheinen für den Getreide- und Reisanbau maßgeschneidert zu sein, während dichte Wälder alle Arten von Tieren beherbergen. Seen und Bäche verstreuen sich über die Landschaft. Dort wimmelt es nur so von Fischen, die von Stromschnellen oder gefährlichen Wasserfällen unberührt bleiben. Wenn die Sonne untergeht, scheint sie die gesamte Provinz mit einem himmlischen Glanz zu beleuchten. Und Reisende, die durch sie hindurchgehen, sprechen davon, dass sie von einem Gefühl tiefer Harmonie und Wunder erfüllt sind. Jeder Clan, der Anspruch auf die Ebenen der goldenen Sonne erhebt, würde einer der reichsten und mächtigsten im Reich werden. Aber kein Clan wird es jemals wagen, das kaiserliche Dekret zu brechen, das in den frühesten Tagen des Kaiserreiches erlassen wurde. Soweit zu dem Abschnitt heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Ciao, bis zum nächsten Mal.